Hi, hier ist Max und willkommen zur dritten Folge von Murder House. Alles ist rot, alles ist scheiße und ich weiß nicht, was ich tun soll. Alle sind weg, ich muss Ostereier finden. Und ich weiß nicht genau, wo und wie die aussehen könnten. It's getting dark already. Ja, das habe ich schon gemerkt. Die waren ja hinten in dieser... Die haben die Ostereier hinten in diesem Ding hier gefunden, oder? Die Frage ist, kann ich da schon rein? Hat das jetzt aufgemacht quasi? Nee. Immerhin haben wir eine Waffe. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Die Kamera spackt manchmal voll ab. Wir haben... okay. Wir haben oben diese Vision gehabt. Vom Tod. Just the piano. Vielleicht sollten wir also oben in dem ersten Raum schauen. Ja, ja. Where are the pizzas? Okay, seid immer noch da? Something going on here. The van has been wrecked and the gate is locked. Where's Tom? He's dead. I don't know. I can't find him either. Wieso? Ich habe ihn nicht mal gesucht. Real estate agent. Nah. I told you you'd get another 50 bucks when we were done. Come out. Damn it, Gary. It's getting dark and this place is scary and gross. Can we finish this? Der Wagen ist kaputt. Fine. I don't know where the hell Tom is, so you're gonna have to hold the camera. What? I don't know how to... Einfach draufhalten, ist egal. That's about it. Okay. Action. This is Dana Turner on location. I've just been informed that we're stuck here. Someone has wrecked our van and we can't get our fucking pizza lunch promised by my producer. Is Anthony Smith? Ich mache die nervigste Dokumentation aller Zeiten. Hier, nein, machen wir es hier rum, dann ist da nicht mein Kopf. Oh, ich mache so eine Arzi-Dokumentation, da sind die Köpfe ganz unten. Ich kann unter diesen Konditionen arbeiten. Gut, wir nehmen eine Break. Hey, Intern-Girl, sieh, ob du findest, wo der Hell Tom ist? Gott, ihr seid alle unfähig und nervig. Alle. Jeder einzelne von euch ist nervig. Ne? Und ihr fragt euch auch gar nicht, warum ich so rumlaufe, wie ich rumlaufe. I hate this stupid job. Ja. Where the fuck is Tom? Warum wollt ihr eigentlich nicht darauf reagieren, dass ich euch sage, dass der Van kaputt ist? Findet ihr das nicht in einem gewissen Sinne beunruhigend? Also, ich finde das durchaus. Hiding Spot. Ah ja, hier. Hier wollte ich doch... Na, wie gesagt, die wollen mir ja nicht helfen. Ist wahrscheinlich immer noch zu... Ja. Kann mir jetzt jemand helfen mit dem Schrank? Ist das eine Möglichkeit? Hey du! Where the fuck is Tom? Okay, dann schauen wir halt nochmal unten. Unten ist bestimmt alles nice. Nice and dandy. Hm, da war vorhin noch eine Tür. Tom?
Uh-oh. Tom, I didn't think I would find you. This is getting weird. Do you think the Easter Ripper is back? Oh, yeah. It looks like we're stuck here. All the doors are locked. Maybe I am the Easter Ripper. But I can't figure out what it opens. Wo findet ihr alle diese Schlüssel? Wieso hab ich die nicht gefunden? Maybe you can find the door. I'm going to go look for another way out. Large key. Sieht nach Attic aus. We must open something special. Das nicht, nehme ich an. Nope. Oh. Weil so der Aufbau bisher ganz gut ist. Also wir hatten noch keine Begegnung mit dem Easter Bunny. Und die anderen sind auch noch da. Also sie lassen sich tatsächlich... Oh Gott. Zeit. Mit dem Krankenscheiß. Oh shit. Irgendwie sehe ich jetzt anders aus. The Easter Ripper? It can't be. I think I'm safe. How am I going to get out of here? Wieso glaubst du, dass du sicher bist? A circuit breaker or something. Ich habe nicht den Eindruck, dass du sicher bist. Hier ist ein Loch. Oh ne, das ist ein Licht. Der kann doch hier auch rein. Letter Opener. Damit kriege ich vielleicht irgendwas. It's pretty sharp, okay. Broken old stove. Jetzt sollten wir vielleicht langsam speichern nochmal. Broken fridge. Ein Haufen Rechtschreibfehler haben wir auf jeden Fall. Hier hinten ist noch ein Schrank. Ne? Komm, Globus. Das hat doch was zu bedeuten. Pencil, yes. Okay, wir haben Letter Opener. Vielleicht, was haben wir denn noch übrig an Sachen? Erstens, unten in diesem Wohnzimmer, in diesem Eck, diese Sache, die da im Boden ist. Zweitens, unten die Schublade. Drittens, hinten der Garten. Dana's head. There's an Easter egg shaft in her mouth. The death egg. You took the death egg. Hä, wo ist Chef? Er ist abgehauen, nehme ich an. Ich sollte, glaube ich, wirklich speichern. Man kann aber definitiv sagen, dass die Stimmung, die das Spiel erzeugt, relativ cool ist. Hm? Gefällt mir auf jeden Fall soweit. Hm? Do not switch off your game. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ich weiß nicht, ob er mich besser hört, ob er rumläuft oder ob...
oder ob er ab und zu dann erscheint. Ich könnte mir beides vorstellen. Dann gehen wir in den Keller, würde ich sagen. Wow, das beantwortet meine Frage! Jesus frickin' Christ. Okay, er kommt. Das ist echt... Okay, das ist scheiße. Das mag ich nicht. Aber genau deswegen ist es gut. Okay, geh hier runter. Hier lang. Und hier lang. Und... Ah, diese scheiß Kamera. Okay, kannst du das machen? Ja. Die Musik! Was haben wir hier? Ein Magnet! Oh oh! It's locked! Oh oh! Komm! Okay, jetzt verschwindet er. Ah, das ist scheiße. Danger. Das ist kacke. Kann ich mich irgendwie heilen? Ich habe bisher nichts zum Heilen gefunden. Ziemlich scheiße. Eieiei. It's like a key. Wo war denn noch was zu? Oben, ne? Das hier? Nein, das ist der Raum, für das ich was verschieben muss. Hier war was zu. Not. The big bunny watches us. Its big black eye follows me when I move. It always watches. At night we hear noises coming from the walls. The first time I heard them, I got happy because I thought it was you and mommy shouting for me, coming to save me. But it wasn't. When the shouting starts, the others cover their ears when I try and listen from my head against the wall, hold my breath, but no, that's not what they're saying. Okay. Uh-oh. Dana is dead! Yeah! Help me find an exit! Oh no! Oh jeez. Versteck dich! Is he gone? Ich weiß jedenfalls, was mit Gary passiert ist. Gary! Wait a second, there's something here. Will you take the black light? Yes. Auf dem Dachboden. Angeblich bin ich hier ja sicher. Kann ich mich wirklich nicht heilen? Das wäre ziemlich scheiße. Okay. Did that reveal anything? Ja. Oh oh. I see some old blood coming from behind the cabinet. Thanks to the black light, move it. Yes. A dumbwaiter. Write it down. Yes. Was bringt mir das?
Oh, wo bin ich denn jetzt? A rack of torture devices. Wo zur Hölle bin ich? Ah, das, wo manchmal eine Tür ist und manchmal nicht. Okay. Gehen wir mal... Ah, stopp, hier sind doch Bilder. Schau dir die Bilder an. Kannst dir die Bilder nicht anschauen. Oh oh. Adresse. Search it. Yes. Nothing inside. Nothing inside. Nothing inside. Toll. Wow. Hm. Oh shit. I'm gonna be sick. Ich werde nicht näher auf das eingehen. Okay, Pencil. Gar nicht. Habe ich irgendwas zum Heilen? Irgendwas? Ich möchte auch nicht ständig mit diesem Bloody Screen rumlaufen. Hm, hier lag doch noch irgendwas. Hier unten. Ah, auf dem Boden. Looks like a note. The blonde girl is gone. Gracie won't stop staring at the big bunny on the wall. Randy says the chocolate eggs makes her sleepy. Not going to eat tonight. Randy told me to memorize this song. I don't know what he means. I wrote down 8883553 1212. Ich fotografiere mir das ab. Man weiß nie, ne? Okay, das ist auf jeden Fall ziemlich spooky und gruseliger Shit. Aber eigentlich ist das ziemlich cool. Also, ja, auch hier brauchen wir, glaube ich, nicht näher drauf einzugehen. Would you take the rope? You took the rope. Sorry to take this? Naja. Es tut mir leid, dass ich stehle. Na, hier ist auch noch eine Tür, ne? It's locked. Can't go back up. Scheiße. Ich will auf jeden Fall speichern jetzt. Ah, ne, hier war manchmal eine Tür, ne? Und... Oh, fuck. Speichermöglichkeit weg. Ich hasse das. Okay, kurz überlegen. Ich habe Rope. Letter Opener. Wofür bräuchte ich denn... We're locked inside. Rob. Uh-oh. What the shit is this? Oh, no, 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 no! Visionen des Irrsinns. Nee, der, doch mal hier. Kann ich hier das benutzen? Something to use it on. Okay, es wird langsam abgefahren. Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher. Gary is dead. Will you take the egg? Yes. Mm-hmm.
Nein, stopp. Ah, da lag was. Okay, erstmal. Ich weiß nicht genau, was das soll. Aber wir werden das Spiel des Killers spielen. Scheint mir die beste Idee. Tom's camera is broken. The tape is still here. Maybe I can find out what happened to him. Get the tape. Ja, das sind so die... Kann ich immer noch nicht speichern. Doch. Toll. You have me cornered? Ist das jetzt ein Safe Room oder nicht? Okay, hier ist ein Fernseher. Hm. He's going to kill me? Nee, sorry, wir schauen jetzt fern. Hey, this is Sewer Gators. Okay, das ist das Klavierzimmer. Oh no, not Tom too. Hide something on the piano. Hm. Wenn ich jetzt sterbe, ist das ziemlich scheiße. Vor allem, weil ich nicht speichern durfte. Hm. Aber das ist wahrscheinlich gerade so der Sinn, ne? Dieses, oh no! We don't have time. Did he hide something in the piano? Ich verstehe nicht, warum sie das jetzt nicht macht, obwohl sie doch ganz dezidiert gesagt hat, dass er da was versteckt hat. Das verstehe ich nicht. Kann ich mich unterm Bett verstecken? Machen wir mal. Vielleicht ändert das irgendwas. Ich kann nicht raus. Hallo? Ich komme nicht ins Menü. Ich komme nicht aus der Ansicht. Ich kann mich nicht umsehen. Controller. Schade, das ist scheiße, weil jetzt muss ich es, glaube ich, gleich abschießen. Fuck. Oh, wie ich gerade sehe, hätten wir den Prolog auch überstehen können anscheinend. Load game. Okay. So, jetzt. The cover is locked. There must be another way to open it. No. Ah, ja, okay. Da 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 da. Also, wo ist das Bild? Okay. Took the egg. War jetzt auch überhaupt nicht auffällig, was ich gemacht habe. Niemand hat mich gehört. Das sind nicht more eggs. Ich habe doch jetzt aber schon drei Eggs da rein. Der vierte bin ich. Nee, der komische Real Estate-Typ da. Der ist auch noch da. Ich bin mir nicht sicher, wohin jetzt. Ich weiß nicht, was ich mit dem... Wow! It's locked? Hi! Voll auffällig. Oh-oh! Er hat mich wohl gesehen, ne? You died.
Ah, schön. Spiel abgestürzt. Again. Can't move it myself. Okay, weil das hat vorhin auch nicht geklappt. Ich glaube, vorhin hing ich aus irgendeinem Grund fest. Ich weiß aber nicht warum. Irgendwas war da kaputt. Glücklicherweise kam der Patch direkt dann. Sink. Kann ich mich heilen? Ich möchte mich heilen. Hier muss doch irgendwas zum Heilen drin sein. Unlocked, okay. Cabinet, komm hier. Das ist doch der klassische, wo diese Pillendöschen drin sind. Bandages! Yes! Health Sticker. Whoa. Uh-oh. This is bad. This is real bad. The real estate agent. Na, aber... Damit hätte ich jetzt alle vier. Also, Mission erfüllt, Bitch. Ja, ich bin noch dran. Die Steuerung ist so scheiße. Ist so hart scheiße. Okay. Huh. Eine Tür ist noch unten in diesem Folterkeller. Schauen wir da mal. Ich weiß ansonsten nicht, was noch übrig ist. Ich brauche mal was zu trinken, auf jeden Fall. Na, ich muss irgendwie noch raus, oder? Hahaha, okay. Oh, shit. Was ist das denn? Es gibt irgendwie auch nur fast tot und gesund in dem Spiel. Nicht denn? Ah! Hier war doch eine Kanone! Wo war sie? Hier. Take the shotgun. Twelve-gauge shotgun. Sie kann bestimmt auch super gut damit umgehen. Ich weiß nicht genau, was ich hier tun soll. Ich meine, muss ich... eigentlich muss ich doch nur entkommen. Also raus und dann ab in den Wald, oder? Okay. Kenn ich dich? Tom? Tom? Ach ja, der Kameramann. That's right. It was quiet. Innocent, Tom.
harmless. Walk all over him, Tom. Mama's boy, Tom. Well, I did. I killed them all. Gibt's den natürlich, ja. Hat mir das nicht vorhin mal gesagt? But why? Aber der Originalkiller kann er ja nicht sein, ne? To avenge my brother. Ja, okay, gut. Anthony wasn't the Easter Ripper. I was. He turned himself in to save me. Ah, okay. Aber so alt bist du doch gar nicht, oder? Wie jung warst du denn da? But it's back. And now I'm going to kill you! Okay. Scheiße. Die Animationen sind schon cool. You died! Warum stürzt denn das Spiel immer ab? Oder ist das, gehört das dazu, dass es einfach ausgeht, wenn ich tot bin? Es ist jedenfalls nervig wie Bolle. 8, 8, 8, 3, 5, 5, 3, 12, 12, 10, 10, 8. Es geht nicht mehr. Was für eine Scheiße ist das denn? Es funktioniert nicht. Mann! Okay, load, quit. Quit. Wir machen es nochmal. Jetzt ging's wieder. Das ist so komisch. Wir können ihm hinterherlaufen. Okay, komm. Auf geht's. Hey, du. Ich kenne Abkürzung. Ja, und zwar hier hinten. Oh, nee, warte. Oh, das ist schlecht. Da kommt er nämlich gleich. Egal. Egal. No! Ich wollte doch... Ich wollte doch mehr Energie haben! Toll, jetzt bin ich wieder voll am Arsch. Genau wie vorhin, jetzt sterbe ich wieder. Komm, überspring die Scheiße, ich hab's doch jetzt schon gehört. Tom? Tom? Jesus! Und schon wieder ist das Spiel weg. Fuck. Das ist okay. Jetzt denke ich, müsste's gehen. Also wir halten Abstand, weil er nicht gleich stirbt. Und ballern das gesamte Arsenal in ihn hinein. Und das muss dann ja irgendwie funktionieren. Ich weiß nicht, ob es dann vorbei ist oder nicht. Keine Ahnung. Tom? Und... Nochmal. Gibt's eine Möglichkeit? Komm, lauf! Ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass das System hier voll scheiße ist! Ja! Quit! I quit! Tom? Ey, ist das schlecht? Ist das scheiße? Das ist beschissen! Das ist so hart beschissen! Ich muss nachladen, ne?
Warum geht er auch immer aus dem Spiel raus? Warum? Schauen wir mal, ob der Laden hier noch irgendwas anderes hergibt. Ich befürchte ja nicht. Ach komm, probieren wir es einfach nochmal. Ich denke, 4 Schuss müssen sitzen. Tom? Irgendwer hat gerade geschrieben, dass es auch eine Pistole gibt? Okay, wenn ich das richtig verstehe, braucht der Kerl 4 Shotgun-Hits. 2 Hits mit einer Pistole, wo ich nicht mal genau weiß, wo die herkommen soll. Und dann noch ein paar Schläge mit dem Firepoker. Wenn man wenigstens noch eine Bandage hätte. Tom? Ich will's wirklich schaffen. So kann man wohl auch oben eine Pistole finden und Munition. Dazu müsste ich aber relativ weit laufen, wozu ich jetzt eigentlich keine Lust habe. Tom? Okay, komm, ich bin auf einem guten Weg. Komm. Komm. Ja! Yes! Yes. Die Geister der Verstorbenen rächen mich! Okay. I better run. Yes. Okay. War eigentlich ganz lustig, aber ein paar Sachen waren noch nicht so richtig da. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. So ein kleiner nostalgischer Trip in so alte Spiele ist immer cool.
Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich in einem etwas leiseren Spiel wieder. Bye bye, macht's gut.